Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich euch den Modulo-Operator vorstellen. Was hat es damit auf sich? Es ist eigentlich ganz einfach. Der Modulo-Operator gibt uns nur den Rest einer Division an. Aber was bedeutet das? Schauen wir uns ein ganz einfaches Beispiel an. 5 mod 3. Das heißt, wir haben in der Rechnung 5 geteilt durch 3 und gucken uns an, was bleibt als Rest über. Das bedeutet, wenn wir es aufschreiben, 5 durch 3, wie häufig passt die 3 in die 5? Einmal. Einmal 3 sind 3. Abziehen, bleibt eine 2 über. Wir haben einen Rest 2. Der Modulo-Operator gibt uns genau jetzt diesen Rest an. Das heißt, 5 mod 3 ergibt eine 2. Und wenn wir jetzt rechnen würden, 8 mod 3, dann hätten wir wieder 8 durch 3. Da passt die 3 zweimal rein. Abgezogen, bleibt wieder Rest 2 über. Und auch wenn wir 2 mod 3 hätten, das können wir jetzt auf jeden Fall im Kopf machen, haben wir eine 2 raus. Denn die 2 ist kein mal durch 3 teilbar, also bleibt die 2 auch über. Und wenn uns jetzt hier auffällt, 2 mod 3 ist eine 2, 5 mod 3 ist eine 2, 8 mod 3 ist eine 2, also wird auch 11 mod 3 eine 2 sein und so weiter. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, ja, wozu brauchen wir das Ganze? Es wird hier relativ schnell einfach. Nehmen wir ein Beispiel. 27 mod 3. Und jetzt hier haben 27 durch 3 und das passt genau 9 mal. Das heißt, wir haben einen Rest von 0. Das heißt, 27 mod 3 ist 0. 99 mod 3, das können wir jetzt auch relativ einfach im Kopf machen. 99 durch 3 geht genau auf, denn 3 mal 33 sind 99. Das heißt, wir haben auch hier eine 0 raus. Das bedeutet, dass alle Zahlen, wobei mod 3 eine 0 rauskommt, durch 3 teilbar sein müssen. Und daraus können wir uns vermutlich dann eine Regel herleiten, die zur Teilbarkeit von 3 führt. Ist das nicht genial? Aber nehmen wir noch ein einfaches anderes Beispiel, 30 mod 7. Was kommt da raus? Könnt ihr es im Kopf? Eine 2. Denn 4 mal 7 ist 28 und dann bleibt noch eine 2 über. Ansonsten immer einfach schriftliche Division machen und den Restanteil ausschreiben. Und immer dran denken, er kann auch 0 sein. Eventuell können wir jetzt hier auch die Teilbarkeitsregeln anwenden, um eventuell schwierige Zahlen zu rechnen. Hätten wir jetzt die Zahl 237.658.213 modulo 4. Was kommt da raus? Als erstes sagt man vermutlich, hö! Aber wenn wir uns erinnern, Teilbarkeitsregel durch 4. Das heißt, wir müssen uns nur die beiden letzten Stellen angucken. Das heißt, wir hängen eine 13. 13 ist nicht durch 4 teilbar, also ist es auf jeden Fall nicht modulo 0. Aber 12 wäre durch 4 teilbar, das wäre 3 mal 4. Und von der 12 plus 1 haben wir eine 13, das heißt, hier kommt eine 1 raus. Ha! Manchmal kann es echt einfach gehen. Und wir können auch eventuell riesengroße Zahlen einfach berechnen, indem wir mathematisch vereinfachen. Nehmen wir die Zahl 5 hoch 96 modulo 3. Was kommt daraus? Ja, genau. Jetzt müssen wir die Rechnung vereinfachen. Das bedeutet, wir haben hier die 5 und die 5 ist, wie wir oben gelernt haben, einmal 2 modulo 3 kommt 2 raus, 5 modulo 3 kommt 2 raus. Das heißt, wir haben bei der 5 und der 2 nachher dasselbe Ergebnis beim Modulo-Operator. Das heißt, wir dürften auch anstatt 5 hoch 96 mod 3 2 hoch 96 mod 3 machen. Und das machen wir mit einem Kongruenzzeichen. Das bedeutet nicht, dass beide gleich sind, das wäre ein Gleichheitszeichen. Kongruent bedeutet, es ist etwas weniger als gleich, es ist nur ähnlich. Es kommt nachher dasselbe raus bei dem Modulo-Operator. Ja, aber 2 hoch 96 mod 3 kann ich immer noch nicht wirklich im Kopf rechnen. Das Ziel muss es sein, dass wir hier irgendwie eine 1 oder minus 1 haben. Denn dann wird die Rechnung relativ einfach. Wie schaffen wir das? Wir können 2 hoch 96 mod 3 umwandeln in 2 hoch 2, Klammer zu, hoch 48. Das ist genau dasselbe. Was bringt uns das? 2 hoch 2 ist eine 4. Das heißt, das Ganze ist 4 hoch 48. Und 4 Modulo 3 wäre eine 1.
Also können wir die 4 auch durch eine 1 ersetzen. Das heißt, hier steht dann kongruent zu 1 hoch 48. 1 hoch 48 ist eine 1 und 1 modulo 3 ergibt eine 1. Also ist unser Ergebnis von, was haben wir, 5 hoch 96 mod 3 ist eine 1. Irre. Wer eventuell lieber mit dem Taschenrechner rechnet, anstatt das zu vereinfachen, das geht auch relativ einfach. Wir machen das nochmal in einem ganz einfachen Beispiel. 723 mod 4. Das heißt, wir geben im Taschenrechner ein 723 durch 4, dann haben wir 180,75 raus. Und wir nehmen jetzt alles, was Komma ist, ist ja praktisch unser Rest. Das heißt, wir lassen das weg und wir rechnen jetzt 723 minus 4 mal 180. Das heißt, wir haben den Rest weggelassen, 4 mal 0,75. Und hier kommt raus eine 3. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, warum wir den Moduloperator brauchen und vor allen Dingen, wie wir ihn anwenden. Und jetzt seid ihr dran.